zeige dir in diesem Video, wie man die Ansichten von vorne, von rechts und von oben skizziert. Wir beginnen am besten mit der Ansicht, wo die Grund- und Deckfläche genau parallel zur Ebene, die wir zeichnen, in der wir zeichnen, ist. In dem Fall ist das bei der Ansicht von vorne. Da ist nämlich die Grund- und Deckfläche, diese Hausform, und die ist genau, liegt in der Seitenfläche von vorne des Gitternetzwürfels. Ich nehme also diese Grund- oder Deckfläche und übertrage sie in die Ansicht von vorne. Ich beginne da mit dem Punkt unten, die Gerade nach rechts, geht 1 nach oben und 3 nach rechts, dann geht es hier weiter, 1 nach links und 3 nach oben, bis hierhin, dann geht sie dadurch bis hierhin, das heißt 2 nach oben und 3 nach links bis hierhin, dann geht sie 4 Felder nach unten und 1 nach links, 4 nach unten und 1 nach links, also bis hierhin. Und ich kann noch die letzten 2 Punkte verbinden. Das ist die Ansicht von vorne skizziert. Etwas schwieriger ist dann die Ansicht von rechts. Diese hier. Wenn ich da drauf schaue, habe ich in der Seitenfläche des Gitternetzwürfels genau eine Gerade, das ist die hier. Die ist von unten her 1 nach oben versetzt und ist 2, 4, 5 Würfel lang. 1 nach oben versetzt, von ganz links, 5 Würfel lang. Das ist diese Gerade, die kann ich sehen. Etwas weiter unten, wenn ich da unten durchschaue, dann kann ich diese gestrichelte Gerade auch sehen. Die ist genau gleich lang und beginnt in der Ansicht von rechts, ist die ganz unten, oder? Wenn ich da drauf schaue. Also zeichne ich eine parallele, gleich lange Linie ganz unten am Gitternetz. Die nächste Gerade ist die hier oben. Die ist 2 Felder unterhalb der obersten Kante und gleich lang und parallel. Also kann ich auch die zeichnen. Und dann habe ich die Kante, die ich auch noch sehen kann in der Ansicht von rechts. Die ist jetzt ganz zu oberst, gleich lang und parallel. Also kann ich auch die zeichnen. Die letzten 2 Kanten, die ich sehen kann, sind eigentlich die Grund- und die Deckfläche. Grund- und Deckfläche erscheinen in der Ansicht von rechts auch als eine Linie in diesem Gitternetz. Also kann ich jetzt eigentlich die zeichnen, die verbindet all die anderen Geraden. Und ich komme zur Ansicht von oben. Wenn ich von oben drauf schaue, ist es ganz ähnlich wie bei der Ansicht von rechts in diesem Beispiel. Ich nehme mir die Linie, die gerade in der Deckfläche des Gitternetzwürfels liegt und zeichne die zuerst. Die ist 5 Felder lang und 2 von links her. Also kann ich die zeichnen. Dann habe ich hier eine gestrichelte Gerade, die ich sehen kann. Die hier, die ist parallel und ein Feld nach links verschoben. Gleich lang. So. Ich kann die Gerade sehen. Wenn ich da nach oben gehe, dann ist sie 1 nach innen versetzt, parallel und gleich lang. Und die letzte Kante, die ich so sehen kann, ist genau am Ende des Gitternetzwürfels und parallel und gleich lang. Also kann ich auch die
zeichnen. So. Genau gleich wie beim der Ansicht von rechts kann ich jetzt wieder Grund- und Deckfläche als eine Linie erkennen. Und zwar wäre die in dem Fall so lang, dass sie all die Querlinien verbindet. Dasselbe auf der anderen Seite. So, jetzt habe ich die Ansicht von vorne, von rechts und von oben skizziert.